Tja, da habe ich mal wieder nicht aufgepasst. Ja, Fraps ging aus, die Festplatte war leider schon voll. Wir hatten ja dieses Rätsel mit diesen blauen und roten Kristallen. Ja, und wir haben dann hier den letzten Engel bekommen. Und ja, jetzt können wir das hier wieder machen. Absolut nicht meine Favoriten. Rätsel-Dingsbums hier. Das kann ich absolut nicht leiden. Ich muss mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also es gibt manchmal ein paar Spiele, wo ich das schaffe. Aber manchmal... Oh, wow, okay, wir haben es geschafft. Was ist denn das? Okay, gut. Ja, wie gesagt, manchmal bekomme ich es hin, manchmal bekomme ich es nicht hin. Okay, wir sind hier, glaube ich, soweit fertig. Das ist Violet. Was haben wir denn so Schönes noch im Invert? Zwei Kristalle. Zwei Kristalle, eine Sanduhr. Ja. Wir gehen mal erstmal weiter. Ah, wir können hier noch was zusammenbasteln. Sehr schön. Eine bourbonische Lilie. Okay, schauen wir doch mal. Das ist ein Kreuz. Da haben wir die Lilie. Sehr schön. Ein Schmuckkästchen. Ein Schmuckkästchen. Vielleicht das? Ja. Okay. Ein Handstempel. Der ist hier. Essstäbchen. Die haben wir hier. Ein Kristall. Ich glaube, das ist der hier. Ja, dann haben wir schon drei. Ein Kamm. Das ist, glaube ich, nicht der hier, oder? Doch. Ein Zepter. Eine Gabel. Ein Kelch. Helm. Garn. Und eine Nuss. Das ist eine Eichel. Zählt nicht als Nuss. Okay, schade. Wo haben wir denn? Ah, hier. Walnuss. Okay. Dann sind wir damit auch schon wieder durch. Und wir bekommen den dritten Kristall. Ja, was können wir damit? Aha. Hat sich gleich mal beantwortet von alleine. Was ist das? Oh, wir haben die Runenhälfte hier gefunden. Die können wir doch da reinhauen. Kommt die Sanduhr da rein? Tatsache. Und was war das jetzt? Oh. Oh, ein goldener Apfel. Goldapfelschlüssel. Ah ja, das war hier für das Tor, genau. Interessant. So, wir haben soweit alles erledigt. Kann das sein? Wir sind hier. Ja, okay. Sehr schön. Dann gehen wir weiter zur Brücke. Hier können wir gleich mal was zusammensuchen. Ach je. Ziemlich kunterbunt. Wir brauchen einen Schmetterling. Da haben wir schon den ersten. Eine Spirale. Eine Gartenschere. Ein Drachenteil. Entweder ist es die Maske. Was könnte denn noch so Drachenartiges aussehen? Ich glaube nichts, oder? Okay, die Maske ist es auf jeden Fall nicht. Ich habe gerade geklickt. Und es hat sich nichts getan. Gut, okay. Ein Drachenteil. Tja, ich suche jetzt nach einem Drachen und nicht nach diesem Flugdrachen. Vielleicht halte ich nach was ganz Falschem die Ausschau. Okay, machen wir erstmal weiter. Eine Mausefalle. Eine Spitzhacke. Eine Gießkanne. Eine Teekanne. Teekanne.
Wo haben wir's? Nee, okay. Oh, was ist denn das hier? Oh, wir brauchen gleich den Gecko. Okay, da ist er. Gut. Wir suchen immer noch die Teekanne. Eine Vase, eine Falle. Irgendwas Macheteartiges, glaube ich. Eine Sichel. Eine Harfe. Okay, weiter. Ein Elefant. Die Sichel und ein Apfel. So, Drachenteil und Teekanne. Das sind die zwei Sachen, die uns jetzt noch fehlen. Das ist es nicht, das ist es auch nicht. Das ist ein Mörser. Tja, wir könnten... Aha, da haben wir die Teekanne. Okay. Drachenteil. Ich bin gespannt, was das sein soll. Aha. Ich dachte, das wäre ein Seepferdchen gewesen, lol. Okay, was haben wir hier Schönes? Vogelscheuchenbein, okay. Okay, da möchte der Pascal mit zugucken. Ich versuch's mal. Mal gucken, ob das klappt. Ich bin da nicht ganz so sicher. Aber mal gucken. Gut, okay, hier fehlt uns noch der Rest der Spitzhacke. Das... Okay, der Pascal schaut zu. Hi Pascal, falls du das sehen solltest. Liebe Grüße von mir. So, ja, wie du siehst, sind wir hier schon ein bisschen fortgeschritten. Ich muss jetzt irgendwas... Was mache ich mit dem Drachenteil? Feuer. Eine Laterne, die durch Feuerkristall betrieben wird. Ja, diese Kristalle haben wir leider nicht mehr. Was haben wir hier oben? Dafür haben wir auch noch nichts. Ja, dafür könnten wir dieses Windsymbol ganz gut gebrauchen. So, da fehlen jetzt noch die Flügel. Wir könnten weiter, ich denke mal, wir müssten noch weiter. Naja, gehen wir einfach mal. Steine. Da kommt bestimmt ein Schütze rein. Oh, lass mich raten. Und der schießt dann irgendwie da drauf und dann kriegen wir das, die Truhe irgendwie auf. Ob ich die aufmachen möchte? Sieht ein bisschen aus wie die Büchse der Pandora. Da haben wir wieder einen... Oh ne, ein Holzgriff. Oh, warte mal. Wir gehen kurz zurück. Na. Zurück auf die Brücke und machen diese Spitzhacke mal kurz. Die können wir wahrscheinlich da gebrauchen. So. Können wir? Wir können tatsächlich. Das ist ja cool. Okay. Eine Steinsäule. Wenn ich etwas in dieses Rohr gießen könnte. Tja, wir haben auch noch nichts da. Da ist es eine Hälfte der Flügel oder? Ich kann das gerade nicht so deuten. Naja. Okay. Was suchen wir eigentlich im Moment? Ich glaube die Äpfel, oder? Darf ich nicht vergessen? Ja, da sind die Äpfel. Noch zwei Äpfel. Oh, ein hübscher Greif. Wow. Oh. Ein ziemlich aggressiver Greif. Meine Güte. Ein rechter Flügel. Da haben wir ihn. Ein Venus-Symbol. Ach je, ist es das hier? Nee, das ist das Falsche. Okay. Tja, ich habe eigentlich die Venus noch nie als Symbol gesehen, glaube ich. Ein Regenschirm. Eine weiße Rose. Ein rotes Blatt. Armschutz. Ah, guck mal eine an. Das hat sich geändert. Das nehmen wir uns gleich. Ein Hufeisen. Da ist das Venus-Symbol. So. Ein Schwert. Armschutz. Armschutz. Hier haben wir eine Schleife. Ein Speer.
Da ist der Armschutz, oder? Nee, ist er nicht. Oh. Da ist die Holzpuppe. Zack. Und die Pistole. Tja, es wird nur noch der Armschutz. Da ist er. Okay, sehr schön. Wir haben alles beisammen. Und wir bekommen den rechten Flügel. Ja, ich hätte jetzt noch gern den linken Flügel. Was hat der da? Einen Hut? Okay, der möchte auf jeden Fall sicher erstmal das Kreuz haben, damit wir den Hut da bekommen. Dumm-di-dumm-di-dumm. Was haben wir hier noch so Schönes? Ich glaube, soweit erstmal nichts. Oh, der beschützt sein leeres Nest, wa? Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal zurück. Noch haben wir... Oh doch, wir haben die Figur schon. Oh Mann, ich bin so gut. Der hat wahrhaftig das Dingens aufgeschossen, das Schloss. Das ist ja der Hammer. Okay, wir können den rechten Flügel schon mal hier reinhauen. So, wir haben noch ein Bein und eine Steinsäule. Aber wofür? Wofür ist das Bein? Können wir damit hier irgendwas machen? Ja, war ja klar. Tja, ich glaube, der kann es auch nicht gebrauchen. Egal, probieren geht über studieren. Nee, der will nur den Schlüssel haben. Tja, was machen wir denn jetzt? Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh, okay. Daneben nicht. Okay, wir können also nicht mehr zurück. Ah, schau mal hier. Das habe ich noch nicht gesehen. Oh Gott. Ordne die Blöcke, indem du die richtige Farbform in die richtige Felder setzt. Du kannst nur Blöcke derselben Farbe oder derselben Form miteinander vertauschen. Okay, das heißt... So, hier kommt das Rot hin. Lass mal gucken. Nee, hier muss Rot, hier muss Grün, hier muss Lila und da muss Gelb hin. Okay. Selbe Form. Was haben wir denn hier noch so? Ne, Lila ist schon richtig. Wir versuchen erstmal die ganzen roten Sachen auf die andere Seite zu bekommen. Warte, lass mal schauen. Hier können wir jetzt... ja, das ist natürlich toll. So. Tja, den Stern kriegen wir da irgendwie nicht. Wie bekommen wir das darüber? Okay, das haben wir schon mal drüben. Oh, hier muss der Stern... Ah, das sehe ich jetzt erst. Stern, diese Dreiecke, der Tropfen und diese Sechsecke. Ach du meine Güte. Okay, gut. Das heißt, die Sterne müssen alle nach oben. Dann versuchen wir das doch erstmal. Ich denke, das dürfte ein bisschen... Warte. Okay, die Tropfen haben wir schon fast alle unten. Wir brauchen was Grünes. Jetzt haben wir hier schon wieder Lila. Ach je, ach je.
Okay, so. Ach. Gut. Der lilane Stern ist jetzt schon fast oben. Dann haben wir immerhin die Sterne schon mal richtig. Die können wir dann so lassen. Also bis auf lila und gelb. Was Rotes, lass mal den dahin. Dann kommt der runter. So. Moment, wir brauchen... Tja, jetzt haben wir den da oben, aber das ist nicht wirklich das, was ich wollte. Nee, ich versuche das noch mal kurz zu tauschen, so dass ich den roten hier runter kriege, denn der Stern muss ja da hoch. So, wir brauchen einen Tropfen hier oben. Das ist natürlich sehr schön. Da gucken wir doch mal. Tja, ich hätte am liebsten... Machen wir mal kurz so. So, dann haben wir den schon mal da und die Sterne oben. Gut, okay. So, hier muss der hin, da muss der hin und da muss der hin. So, dann haben wir die Sterne schon mal richtig. Boah. Okay, es wird ein bisschen Zeit kosten, aber egal. Das Rote haben wir da. So, okay, die zwei sind schon mal gut. Okay, das haben wir soweit. Das muss jetzt nach oben. Moment. Interessant, interessant. Der Tropfen muss auf jeden Fall dahin. So, dann kriegen wir den da weg. In Ordnung, das haben wir schon mal. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich schiebe alles nur hin und her, statt das irgendwie runterzuholen. So, lila muss auf jeden Fall darüber. Jetzt können wir den runterholen und die tauschen. Das ist schon mal gut. Boah, das ist so weit weg, meine Güte. Das muss näher... Ich brauche was Grünes, okay. So, nee, die müssen ja... Verflucht. So. Na endlich. So, gelb muss aber in die andere Richtung da hinten.
Nee, gelb ist da richtig. Rot. So, jetzt haben wir den grünen da oben. Es muss aber gelb wieder darüber. Okay, wir tauschen die noch mal kurz. Okay, gut, dann haben wir das auch schon fertig. So, rot muss dahin. Dann muss grün hier rüber. Okay, ich glaube, wir sind fertig. Na, Halleluja. Und wir bekommen einen Feuerstein. Hoffentlich macht er auch Feuer. Okay, wir können noch was zusammensuchen. Ein Eichhörnchen. Oh, ah, da hinten. Okay. Eine Sonnenblume. Drei Teetassen. Eins, zwei. Oh, die dritte ist da. Okay. Eine Sprühflasche. Vielleicht Parfüm. Ein Wassereimer. Eine Bärenfalle. Ein Widder. Eine Violine, ein Frosch, den habe ich hier irgendwo auch schon gesehen, da oben. Eine Maske, eine Katze und ein Hahn. Sehr schön. Es ging relativ fix. So. Dann lass doch mal gucken. Hä? Nein, Moment. Zurück. Was hat das jetzt gebracht? Okay, ich glaube nicht wirklich viel, zumindest noch nicht. Gut, wir haben ja jetzt das Wasser. Da bekommen wir jetzt die zweite Hälfte. Wofür war das? War das hier oben? Ich komme nicht ran. Ah ja, unsere kleine Fee. Nicht schlecht, Tinkerbell. Hast du gut gemacht. Oh, auch eine Vogelscheuche. Ich denke mal, dafür ist das Bein. Ja, da bauen wir doch mal rauf, oder?